So, hallo erstmal, ihr Lieben. Ich habe eine Apotheke entdeckt und zwar, vielleicht kennen die einige von euch, das ist ein Franchise-Unternehmen und zwar diese Take It Easy. Dieses grün-blaue Logo ist das Markenzeichen, gibt es in verschiedenen Städten, also da sind die ansässig und die haben natürlich auch, wie soll es anders sein, einen Online-Shop. Ich habe wirklich durch Zufall, weil ich beim Zahnarzt war, lief ich da vorbei und denk, wow, gehst du da mal rein. Und Apotheken bieten ja mittlerweile nicht nur jetzt Arzneimittel an, sondern eben auch Kosmetik und allerhand Schnickschnack, was man so gebrauchen könnte. Und ich hatte Bedarf an einer neuen Emser Nasendusche. Ich habe euch ja schon mal in den Halls was zu diesen Nasenduschen erzählt. Ich benutze die seit über 20 Jahren und habe seitdem keine Nasennebenhöhlenentzündungen mehr, was wirklich also ein befreiender Zustand ist. Also wer jetzt öfter unter Schnupfen leidet, ist ja jetzt auch die Jahreszeit, die kommt und auch vielleicht Nasennebenhöhlenentzündungen hat oder unter bestimmten Pollenallergien leidet, ist das Durchspülen der Nase von besonderer Bedeutung und Wichtigkeit. Diese Nasendusche sollte öfter gewechselt werden, also man sollte die jetzt nicht 10 Jahre behalten, ich wechsle die eigentlich einmal im Jahr und die kann man auch in die Spülmaschine stellen. Es ist jetzt nicht so ein, naja, so ein prickelnder Anblick, ne? Also das sollte man alleine im Bad machen. Und dazu gibt es natürlich auch dieses Emser Salz, also diese beiden Sachen, das kaufe ich mir ja alle 3 Wochen nach oder manchmal auch eine Großpackung. Aber das Schöne an dieser Apotheke, was ich so, ja, was mir so gefallen hat, es ist alles bedeutend günstiger als in einer normalen Apotheke. Die machen wiederum das Geschäft mit der Masse online, eben wie Shop-Apotheke auch. So, also diese Nasendusche, das Prinzip ist super erklärt. Hier drin, so sieht das Teil aus. Entschuldigt bitte, so sieht das Teil aus. Und ich erkläre das euch jetzt nicht. Es gibt bestimmt, also ich bin mir wirklich sicher, auf YouTube gibt es ja alles, dass es dazu auch Videos gibt, ne? Dass sich Menschen da hinstellen mit der Nasendusche. Also das läuft hier rein und da läuft es wieder raus und ihr habt wirklich ein befreiendes Gefühl, auch wenn ihr Kopfschmerzen habt oder wenn man so einen Kopfdruck hat. Es ist, oder eine trockene Nase. Es gibt dort verschiedene Salz, also das abschwellende Salz, das ist weiß. Und dann gibt es noch das Physiologische zum Befeuchten der Nasenschleimhaut. Diese Päckchen sind hellblau und sind auch günstiger. Die sind teurer. Ich würde nicht dieses Nasenspülsalz aus dem Drogeriemarkt empfehlen. Es ist billiger, richtig, aber es ist auch längst nicht so wirkungsvoll. Also vielleicht, wenn ihr... Naja, wer hat eigentlich nicht Schnupfen? Eigentlich haben sie alle irgendwie Schnupfen. Also wer unter einer Nase leidet, vergesst das mit diesem Nasenspray, das macht auch abhängig und das nützt nichts. Ja, Nasen befeuchten, ja, aber die Nasendusche, das ist wirklich, das ist wie Zähneputzen. Also ich baue das jeden Morgen in mein Programm mit ein, egal ob ich einen Schnupfen habe oder nicht. Und wenn ich es nicht mache, fehlt mir was. Das ist so die Routine, ja. Also die Nasendusche habe ich gekauft. Und gleichzeitig, das war so ein kleines Probepäckchen, Emser Nasensalbe, wenn die Nase so ein bisschen entzündet ist oder im Winter, wenn das so rau ist und so rot wird, ne? Diese 3 Produkte von Emser. Kann ich wirklich mit wärmstem Gewissen empfehlen und ich bin mir sicher, einige kennen das von euch auch und machen das vielleicht auch gut. So, dann, ja, das fand ich auch ganz interessant. Ihr wisst, ich bin der absolute Fan und Freundin des Rosenwassers, natürlichen Rosenwassers. Ich habe euch erst von Radi vor 2 Jahren etwas vorgestellt. Diese Firma gibt es nicht mehr, also die beliefern Deutschland nicht mehr. Das gab es im Reformhaus. Und nun bin ich auf Rosens umgestiegen. Gibt es in jedem Drogeriemarkt, und auch im Internet. Und das ist auch so eine Routinegeschichte. Benutze ich auch jeden Tag, jetzt nicht nur als Setting-Spray, sondern als Erfrischung. Ich mache mir morgens, ich wasche mich nicht mehr mit Wasser, sondern mit Rosenwasser. Gebe ich auf ein großes Wattepad. Man kann es in die Haare sprühen. So, und nun sah ich dieses Fläschchen. Und das ist ein reines Rosenwasser ohne Konservierungsstoffe, ist auch zum Backen geeignet, kostete 2 Euro noch was. Da ich mir, wow, ist jetzt allerdings ein kleineres Fläschchen, nicht so groß wie das Rosens, aber das wollte ich unbedingt oder möchte ich unbedingt ausprobieren. Und ich werde euch auch Bescheid geben, ob das gut ist, ob ich das für gut empfinde. Es ist allerdings auch darin ein Öl enthalten. Es ist jetzt nicht nur ein reines Rosenwasser, sondern Wasser und Rosenöl, doch zum Verfeinern von Backwaren und so weiter. Und was wir essen, können wir uns natürlich auch auf die Haut geben.
Da bin ich sehr gespannt. So, weiterhin mussten sein Lavendelblüten, habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Lavendelblüten sind ja auch vielseitig einsetzbar. Das ist also ein Arzneitee zum Einnehmen. Das sind also pure Lavendelblüten und Beruhigungsmittel und auch bei Magen-Darm-Beschwerden hilft das auch. Man kann es auch ins Badewasser streuen. Ich habe extra den Kassenbon aufgehoben, um euch die Preise zu sagen. Die Lavendelblüten kosteten 7,20 Euro und die Nasensalbe 1,92 Euro und die Salzbeutel 7,89 sind in der Apotheke 3 Euro teurer. Ja, so. Dann habe ich gekauft, also da bin ich sehr gespannt. Ich werde mir das als Tee aufbrühen abends und auch ins Badewasser, weil ich suchte ja einen Badezusatz, ne? Lavendel. Wird als Tee verkauft, aber man kann es eben auch anders einsetzen. So, das fand ich total süß. Ist zwar für Kinder, sondern so eine Kalt-Warm-Kompresse. Ich habe automatisch an den Froschkönig gedacht. Okay, wirfst du ihn an die Wand, wird es ein Prinz. Ich musste so lange, das Ding nimmst du als Gimmick mit. Kostete, weiß ich nicht, 2 Euro oder so. Kalt- oder Warm-Kompresse. Ich fand das so hübsch, dieses Teil. Ich habe nämlich nur so große. Und wenn man mal irgendwie sich gestoßen hat, eine Beule hat oder so, ist ein kleines Ding gar nicht schlecht. Und ich finde das echt der Froschkönig. Pro Schmelz ist eigentlich auch relativ teuer im Drogeriemarkt. Die war, wartet mal, Sensodyne, kostete 3,60 Euro. Die kostet fast 5 Euro im Drogeriemarkt. Das ist diese Pro Schmelz, stärkt und härtet den Zahnschmelz. Eine empfehlenswerte Zahncreme, besonders im Alter. Ich benutze sie immer im Wechsel Sensodyne und L-Max. So, jetzt kommen wir zu den Vitaminen. Da habe ich mir Magnesium gekauft. Magnesium so direkt, was man sich so gleich so Pulver in den Mund schütten kann und ein bisschen Wasser dazu trinken. 400 Milligramm Magnesium. Und Magnesium ist eben auch für den Erhalt, also Muskelerhalt, und so weiter, Energiestoffwechsel und was ich besonders wichtig finde, stärkt das Nervensystem. Man muss mit Magnesium allerdings etwas vorsichtig sein, wenn man zu viel einnimmt, kriegt man Durchfall. Also das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, hat mir die Apothekerin gesagt, weil ich mir im gleichen Zuge noch diese Pure All-in-One, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, da sind drin enthalten, glaube ich, 60 Stück. Ich muss wieder meine Brille aufsetzen. Ich glaube, 60 Stück. Das sind dann für 2 Monate. Also reine Substanzen, die Basisversorgung, da sind alle Vitamine drin von A bis Z. Und da ist zum Beispiel auch Magnesium drin. Und Magnesium ist darin enthalten, wartet mal, ich schaue mal, ob ich das hier lesen kann. Immerhin 3 Milligramm. Wenn ich jetzt 300 Milligramm, wenn ich das beides nehme, dann kann ich gleich auf dem Klo sitzen bleiben. Also entweder das oder das. Und da wir jetzt in die Erkältungszeit kommen, das kostete übrigens, wartet mal, das war das teuerste, 24,72. Ne, jetzt geht es ja wieder los. Ich ernähre mich gesund, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ich brauche was. Ne? Wir sind ja auch so gestresst vom Alltag und das Hin- und Hergehetze. Und so eine Kapsel am Tag, mache ich bestimmt nichts falsch. Und ich wollte mir das jetzt eben nicht im Drogeriemarkt kaufen, sondern etwas höher dosiert. Also so eine Kapsel deckt den Tagesbedarf eines Menschen, eines Erwachsenen. Für Kinder gibt es das auch. Pure All-in-One. So, was habe ich noch? Ah ja, dann habe ich, gibt es übrigens tolle, die ganzen Caudalie-Produkte, die ich mal anfangs empfohlen habe und auch sehr gerne genommen habe und immer weiterhin noch gerne im Wechsel so nehme mit Dalton. Das ist dieser schöne Lippenpflegestift, der war auch sehr günstig. Mensch, deswegen habe ich nämlich mitgenommen. Weil Lippenpflegestifte habe ich überall liegen, im Auto, in der Handtasche, im Bad, überall liegen die rum. 2,95 Euro. Und ich habe was ganz Interessantes gesehen bei Chanel, in den Chanel Make-up-Videos. Die haben ja auch so einen Lipbalm. Der kostet natürlich das Zehnfache. Und der ist eben sehr pflegend und sehr fetthaltig. Und die Mädels, die geben sich diesen, oder diese Make-up-Artist, die macht diesen Pflegestift teilweise den Models auf die Augenlider. Und was ich auch ganz interessant fand, hier auf die Wangenpartie gibt sie das. Und dann macht sie eben so ein Highlighter drüber. Oder so. Und es glänzt wunderbar schön. Ist natürlich pflegend. Und das werde ich mal mit diesem Stift probieren. Mit dem Stift. So. Also ein kleiner Apothekenhaul.
Aber ganz wichtig ist mir gerade jetzt in der Erkältungszeit, dass das vielleicht eine Anregung für euch ist, mit einer Nasendusche zu arbeiten. Das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Es ist, wie gesagt, jetzt nicht so hübsch wie ein Creme. Macht es bitte alleine im Bad, probiert es aus. Es ist ganz einfach. Und es ist ein sehr günstiger Tipp. Ja, es ist wirklich wahnsinnig günstig. Überlegt mal, was man so ausgibt für, also so an Medikamenten, Erkältungsmittel oder auch Nasensprays, ne? Oder Nasentropfen. Und so hat man eben dieses befreiende Gefühl. Und wenn ihr merkt, oh, meine Nase geht zu, macht eine Nasendusche. Und das können Kinder machen, das können auch die Männer machen, das können alle machen. Aber jeder sollte seine eigene Dusche haben. Was mir übrigens aufgefallen ist, beim Zähneputzen vorhin, dachte ich mir, Mensch, das muss unbedingt mal ein Video mit einbauen. Manchmal vergisst man das, wenn ihr eine Erkältung hattet, ja, und die vorbei ist, bitte wechselt eure Zahnbürste. Diese, also entweder bei einer elektrischen oder die normale, manuelle, ist auch ganz wichtig. Und auch so ein Zungenschaber ist auch nicht schlecht, weil auf der Zunge tummelt und sammelt sich auch allerhand Zeug, was wir nicht haben wollen. Okay, ja, also kleiner Apotheken-Haul, jetzt kein Fertz. Ich finde, das sind alles Dinge, die benutze ich, die sind nicht überflüssig, das sind keine Fehlkäufe. Und ihr wisst, ich empfehle gerne Dinge, die meine Favoriten sind, die ich selber mag und wo ich genau weiß, wirklich, dass ihr das auch toll findet oder es ausprobiert und dann toll findet oder ihr kennt es vielleicht sogar schon, sagt, ja, genau. So, in diesem Sinne, ihr Süßen, wünsche ich euch wie immer das Allerbeste. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut und zu eurer Nase und bleibt mir schön gesund und bis ganz bald, wenn ihr mögt. Tschüss.